Happy End dank Polizei. Sie beendet nach 10 Jahren eine spektakuläre Entführung zweier Kinder durch ihren Vater. Über Jahre zählt Shakir M. auf der Fahndungsliste des Bundeskriminalamts zu den meistgesuchten Männern Österreichs. 2010 hat der Albaner in Griskirchen nach einem Obsorgestreit seiner damals 3-jährigen Tochter Mirjeta und seinen 5-jährigen Sohn Isa entführt und ist mit den Kindern über Albanien in den Kosovo geflüchtet. Dort verliert sich die Spur. Eine Interpol-Fahndung bleibt zunächst erfolglos. Die Ermittler des Landeskriminalamts Oberösterreich in Linz geben dennoch nicht auf. 2019 beginnen sie, den Fall erneut aufzurollen. Im Juli wird Shakir M. lokalisiert und im kosovarischen Prizren festgenommen. Er sitzt inzwischen in Auslieferungshaft. Wann der 40-Jährige nach Österreich überstellt wird, soll sich in den nächsten Tagen entscheiden. Wegen der Kindesentziehung drohen ihm nach Rückkehr bis zu 3 Jahre Haft. Auch die beiden Kinder sind inzwischen in österreichischer Obhut. Sie werden mit Notpässen ausgestattet und sollen ebenfalls schon bald nach Oberösterreich zurückkehren. Wann sie dort mit ihrer Mutter Anila N. zusammentreffen werden, steht noch nicht genau fest. Ihr ist vor 10 Jahren durch das Bezirksgericht Griskirchen das alleinige Sorgerecht zugesprochen worden.